vor dir ist kein erkennbarer Weg. Nur der Weg, den du gehst, ist dir bekannt. Wir Menschen vollenden nach uns unbekannten Gesetzen unsere Kreise. Nur die Kraft für dein Schicksal wächst in deinem Inneren. Im Jahr 2001 bemerkte eine Heilpraktikerin bei Roland Rocke, dass sich in der Gegend des Magens eine Verhärtung befand und riet ihm, dies von einem Arzt untersuchen zu lassen. Roland hatte keine Beschwerden und ahnte auch nicht, dass sich dahinter der Anfang einer sehr ernsten Knochenmarkserkrankung verbarg, die ihn dann 9 Jahre später an den Rand des Todes bringen sollte. Doch zunächst ließ er sich von seinem Hausarzt Dr. Janitzky in Berlin untersuchen. Ich habe Herrn Rocke im Jahre 2001 in meiner Praxis kennengelernt. Damals kam er eigentlich zu mir wegen uncharakteristischer Probleme. Es ging darum zu entscheiden, ob er etwas am Magen hat. Es wurde relativ schnell klar, dann auch anhand von Untersuchungen, dass es nicht ein Magenproblem war, sondern offenkundig ein Problem, was mit einer zu großen Milz zu tun hatte. Die Milz war deutlich vergrößert tastbar und auch die bildgebenden Verfahren, die sich dann anschlossen, im Sinne Ultraschalluntersuchung, auch Blutuntersuchungen, die wir im Labor dann machen ließen, wiesen in die Richtung, dass es sich eben um eine hämatologische, also um eine Bluterkrankung handeln konnte. Weitergehende Untersuchungen, die sich dann anschlossen im Sinne von CT-Untersuchungen, untermauerten dies. Und wir standen vor der Situation eigentlich, dass wir doch annehmen mussten, dass es sich um eine, ja vermutlich sogar auch sehr eingreifende Bluterkrankung handeln konnte, die in erster Linie über Erschöpfungszustände sich äußerte, sodass wir jetzt keine unmittelbare Therapie anschließen mussten. Roland habe ich 1995 in Berlin kennengelernt. Ich bin da gerade erst hingezogen und mein Freund kannte ihn schon und wir haben dann viel miteinander unternommen. Ich habe auch mit ihm teilweise zusammengearbeitet. Roland ist für mich ein ganz wichtiger Freund geworden, weil wir sehr viel kommunizieren und über alles uns austauschen können. Also es gibt kein Thema, was da außen vor bleibt. Und Roland diskutiert auch gerne, kommuniziert und redet gerne. Und das finde ich sehr schön. Obwohl wir nicht mehr in einer Stadt leben, telefonieren wir sehr oft innerhalb der Woche mehrmals. Und wir wissen im Prinzip sehr viel voneinander, fast alles. Ich habe den Roland beim Fernsehen in West-Berlin kennengelernt. Das war 1984. Und wir haben zusammen einen Film gemacht. Da haben wir uns gut verstanden und haben gut zusammengearbeitet. Und da hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. Wir haben dann Reisen gemacht, verschiedene Länder. Und so ist er mein bester Freund geworden. Ich habe Roland vor einigen Jahren bei einer Initiativgruppe kennengelernt. Und wir haben uns dann immer öfters mal getroffen, zum Beispiel zum Spazierengehen oder einfach so mal, um uns zu unterhalten oder auch zum Beispiel auf eine Party. Und in der Zeit danach, muss ich sagen, bis heute hat sich eigentlich ein sehr schönes Vertrauensverhältnis entwickelt. Ich kenne Roland ja nun schon sehr lange und ich kenne auch alle seine Beziehungen. Aber eines Tages kam er mal von einer Geschäftsreise zurück und erzählte mir von Renate, die er gerade kennengelernt hat und war so total begeistert, bis ich ihn bis dahin noch nie erlebt habe. Und die sind dann auch sehr schnell ein Paar geworden und waren so ein Jahr zusammen und dann erzählte mir Roland von seiner Krankheit. Und ich wusste bis dahin überhaupt nichts. Ich war total geschockt und musste das Ganze erst mal verkraften. Als ich im Oktober 2009 nach Berlin gekommen bin, war die Stadt in erster Linie für mich mal sehr faszinierend. Ich war in der Zeit, als ich dann das erste Mal nach langer Zeit wieder in Berlin war, sehr beeindruckt von dem, was aus der Stadt geworden ist, wie die Stadt sich entwickelt hat. Es stellte sich ja dann ganz schnell heraus, dass ich nach Berlin ziehen würde. Also ich habe relativ schnell den Entschluss gefasst, nochmal komplett neu anzufangen, neu anfangen, beruflich und auch privat zu wagen. Und dann, so im März, April, als es draußen warm wurde, war das so, wie wenn sich alle Türen in Berlin öffnen. Plötzlich war Leben in der Stadt, alles spielte sich draußen ab.
die Cafés. Also beim ersten Sonnenstrahl, zack, standen alle Tische und Stühle draußen. Und es war so, als hätten alle Berliner die Türen aufgemacht. In dem Moment war das für mich so, dass ich dieses Lebendige dann auch so für mich so spürbar war. In dem Moment habe ich gewusst, ja, hier bin ich und hier will ich auch nicht mehr weg. Ich habe dann angefangen, mit dem Fahrrad und zu Fuß die Stadt zu erkunden, fand alles ganz spannend und lernte dann auch relativ schnell Leute kennen. Und durch meine selbstständige Tätigkeit ergab sich das dann auch natürlich. Ich habe dann angefangen zu arbeiten und in dem Moment war für mich das Gefühl, auch da angekommen zu sein, wo es sich für mich richtig anfühlt. Als mein Mann und ich uns zum ersten Mal trafen, hat Roland mir erzählt, dass er eine Erkrankung habe, eine leicht vergrößerte Milz. Die Erkrankung hätte er seit vielen Jahren. Es wäre überhaupt nichts Gefährliches. Er hat mir erzählt, dass sein Arzt gesagt hat, mit dieser Erkrankung kann man alt werden. Und daraufhin geht er einmal im Jahr zur Blutuntersuchung. Bisher sei alles in Ordnung gewesen. Die Blutwerte seien seit Jahren stabil. Und man braucht sich da überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Also habe ich mir da natürlich auch erstmal überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ihn schon gefragt, was das für eine Erkrankung ist. Von meiner beruflichen Vorgeschichte war ich natürlich interessiert. Aber er sagte auch, diese Erkrankung hat so einen unaussprechlichen Namen. Er wüsste nicht so genau, wie das heißt. Als ich einige Zeit in Berlin war, es war so Anfang Mai, habe ich einfach bei Umarmungen und bei Berührungen gemerkt, dass in Rolands Bauch sich etwas anders anfühlt. Es fühlte sich einfach härter an, es fühlte sich an, als wäre da irgendwas, was da nicht so hingehört. Ich war verunsichert und ich habe Roland gedrängt, zu seinem Hausarzt, zu Herrn Dr. Janicki zu gehen, um das abklären zu lassen. 2010 war dann doch aufgrund der Befunde, die wir erhoben haben, in Verbindung auch mit den zunehmenden Beschwerden des Herrn Rocke anzunehmen, dass die Krankheit aus ihrer Ruhe doch erwachte im Sinne einer weiteren Fortschreitens, einer Progredienz, wie es heißt, mit dem Entschluss, eine definitive Heilung anzustreben, mit letzten Endes ja doch auch der Durchführung einer Knochenmarkstransplantation. Nee, der Roland hat nichts von seiner Erkrankung gesagt. Ich hatte sowieso das Gefühl, er ist immer gesund, gesunder als ich. Er hatte nie, hat er von Krankheiten erzählt, ganz selten, also mal eine Erkältung, aber eigentlich. Er war sehr agil und ich hatte das Gefühl, dass Roland sehr gesund ist und fröhlich bei der Arbeit und sonst im Leben und nicht, dass er irgendwie krank ist. Ich konnte mit dem Begriff der Osteomyelofibrose überhaupt nichts anfangen. Dr. Janicki sagte mir, damit kann man alt werden. Er wollte mich sicherlich beruhigen. Ich habe diese Formulierung sozusagen vor mir hergetragen und immer gedacht, damit kann ich alt werden. Und mir keine weiteren Gedanken gemacht, da ich ja auch keine Beschwerden hatte. Mir war nicht klar, dass es sich um eine sehr ernste Erkrankung handelte. Deshalb sorgte ich mich auch nicht. Ich ging ein- oder zweimal pro Jahr zum Arzt und ließ mein Blut untersuchen. Sah die Blutwerte an und dachte, alles ist gut. Als meine Frau im Frühjahr 2010 drängte, mich doch genauer untersuchen zu lassen, ging ich auf Weisung meines Hausarztes zum Onkologen und erhielt von ihm die Empfehlung, mich in der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf über eine Knochenmarktransplantation beraten zu lassen. Professor Kröger, der die Stammzellentransplantation in Hamburg leitet, hat sehr viel Erfahrung mit dieser seltenen Bluterkrankung, der Osteomyelofibrose. Im Oktober 2010 kam es dann zu einem ersten Gespräch mit Professor Kröger. Osteomyelofibrose ist eine sehr seltene Bluterkrankung, eine bösartige Bluterkrankung,
die zum ersten Mal vor knapp 200 Jahren beschrieben worden ist. Und wie der Name schon sagt, Fibrose, die kennzeichnet sich dadurch, dass es im Knochenmark, wo das Blut gebildet wird, gibt es sogenannte Stammzellen, die das Blut bilden. Und ein Teil dieser Stammzellen sind bei dieser Erkrankung bösartig entartet. Also es ist eine Form von Krebs, von Leukämieform, eine bestimmte Form von Leukämie. Und aufgrund von dieser Entartung kommt es typischerweise bei dieser Erkrankung zu einer Fibrosierung, das heißt zu einer Verknöcherung des Knochenmarks. Zu diesem Zeitpunkt war mir bewusst, dass eine Knochenmarktransplantation ein sehr schwerwiegender Eingriff ist. Professor Kröger machte mir deutlich, dass meine Lebenserwartung ohne eine Knochenmarktransplantation in etwa 2 Jahre betragen würde. Zunächst müsste versucht werden, die Milz, die bis dahin sehr stark vergrößert war, an einem weiteren Wachstum zu hindern. Sie würde sonst die inneren Organe wegdrücken und schädigen. Deshalb verordnete mir Professor Kröger ein Medikament, welches in der Folge die Milz verkleinern sollte. Als ich dieses Medikament zum ersten Mal einnahm, hatte ich sofort Nebenwirkungen wie Bluthochdruck, Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit. Das wollte ich auf keinen Fall 4 Wochen lang aushalten. Deshalb legte ich die Tablette vor jeder Einnahme in meine Hand, schloss die andere Hand darüber und konzentrierte mich auf die Tablette. Ich bedankte mich bei den Menschen, die die Tablette entwickelt hatten, bei den Menschen, die das Medikament produzieren und ich bedankte mich auch bei der Tablette, dass sie mir hilft. Dann sprach ich innerlich zu der Tablette und sagte ihr, was ich von ihr wollte. Sie sollte die Milz verkleinern und keine Nebenwirkung hervorrufen. Immer wenn ich dieses Ritual morgens und abends ausführte, hatte ich keine Nebenwirkung und mir ging es gut dabei. Einmal konnte ich dieses Ritual nicht ausführen und sofort hatte ich wieder alle Nebenwirkungen. Als ich dann erfahren habe, dass Roland nach Hamburg geht und dass diese Klinik einen sehr guten Ruf hat und der Professor auch wunderbar mit ihm kommunizieren kann und ihn versteht, da war ich dann schon doch sehr erleichtert. Renate kenne ich schon seit 1970 und der Kontakt ist auch nie abgerissen, als sie dann wieder nach Westdeutschland gezogen ist. Als Renate dann Roland kennenlernte, hatten wir natürlich wieder viel mehr miteinander zu tun. Die beiden wohnen hier in meiner Nähe und wir haben öfter Kontakt und unternehmen was zusammen. Als dann im Herbst 2010 bekannt wurde, dass Roland diese schwere Krankheit hatte, war das natürlich ein wahnsinniger Schock. Dann hörte ich, dass Roland eine sehr gute Klinik gefunden hat in Hamburg und dass ein Spender gesucht wird und dass eine Aussicht besteht, durch eine Knochenmarkstransplantation die Krankheit zu heilen. Ich war zwar früher mal DKMS-Spender, ich habe mich eintragen lassen in die Liste, aber so ganz genau wusste ich das nicht, was da passiert. Also bei der Spendersuche braucht man Einverständnis der Patienten, Blutentnahme, um die Gewebemerkmale zu typisieren. Dann geht es ins Suchtzentrum, die untersuchen dann praktisch diese Gewebemerkmale und finden auch die Register, wo die Spender, sage ich mal, eingebunden sind. Und wir können die dann von dort aus bestellen beim Register. Die DKMS, Deutsche Knochenmarkspenderdatei, wurde als private Initiative 1991 gegründet und nimmt sich seitdem wirklich vor, den Blutkrebs weltweit zu besiegen. Dazu braucht man natürlich genügend bereitwillige Stammzell- und Knochenmarkspender, sprich Menschen, die sich bereit erklären, mit einem kleinen, einfachen Schritt Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Es sind die Spender, ohne deren Hilfe wir wirklich nicht da sind, wo wir heute sind, nämlich weltweit die größte Spenderdatei. Unser Ziel ist es wirklich, für jeden suchenden Patienten auf der Welt den passenden Spender zu finden. Roland kenne ich seit 2009. Ja, Renate hatte ja erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat, wo sie ein wirklich gutes Gefühl hatte. Und dann haben wir die beiden zum Essen eingeladen und da haben wir Roland kennengelernt. Als ich von Rolands Krankheit gehört habe,
Das fand ich für Renate ganz schlimm. Renate hat ja ziemlich früh ihre Mutter verloren und dann der Tod ihres jüngsten Sohnes. Und dann habe ich gedacht, wie viel kann ein Mensch ertragen? Ich habe ihr so gegönnt, dass sie also diesen Mann gefunden hat und dass das jetzt durch diese Krankheit so bedroht war, das fand ich schlimm. Als ich erfahren habe, dass Roland krank ist und das natürlich Renate direkt betroffen hat, war ich schon ziemlich schockiert, muss ich sagen, weil ich hätte ihr in dem Moment, also es war eigentlich so, nachdem sie ihn kennengelernt hat, waren wir alle unheimlich froh, dass sie so den Mann, der zu ihr passt, jetzt gefunden hat. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich gedacht, es würde alles schön und gut werden und so eine Erkrankung, da überlegt man halt schon, wie wird es? Wie könnte sie eventuell mit einem neuen Verlust fertig werden? Am 11. Dezember, es war ein Samstag, habe ich Roland nach Hamburg in die Universitätsklinik nach Emmendorf gebracht. Das Wetter in diesem Jahr war so, dass es sehr, sehr viel Schnee gab und wir sind an einem ganz, ganz verschneiten Tag dann losgefahren, waren dann froh, als wir in Hamburg angekommen sind in der Uniklinik. Dort wurden wir wirklich sehr freundlich aufgenommen. Die Schwestern, die Ärzte waren super nett. Und da saßen wir da mit unseren ganzen Sack und Pack und Taschen und Kram. Also für uns beide war der Aufnahmetag eine sehr emotionale Geschichte. Mir wurde zum einen nochmal sehr stark bewusst, wie bedrohlich diese Erkrankung ist und wie sehr das alles an einem seidenen Faden hängt. Also am gleichen Tag wurde dann der Zentralvenenkatheter gelegt. Das bedeutet, dass man so ein unter örtlicher Betäubung so einen kleinen Schnitt oben am Hals macht und so ein kleines Röhrchen dann in die Vene hineinlegt, das verschiedene Ein- und Ausgänge hat, sodass man immer Blut entnehmen kann und gleichzeitig auch Medikamente hineingeben kann, damit man nicht jedes Mal wieder eine Vene anstechen muss. Und dieser Zentralvenenkatheter, der dann befestigt wird, der blieb dann auch die ganze Zeit über, blieb der dann im Körper drin. Wenn dann ein passender Spender gefunden wurde, entweder in der Familie oder in den weltweiten Knochenmark-Spenderdateien, dann kann der Patient für die eigentliche Transplantation aufgenommen werden. Man muss damit rechnen bei uns, dass er ungefähr so 4 Wochen stationär liegen muss. Und der erste Teil besteht darin, dass er vor der eigentlichen Transplantation erst eine Chemotherapie bekommt. Die Chemotherapie hat den Sinn, die alten Zellen möglichst zu beseitigen, hat aber auch den Sinn, das Immunsystem des Patienten so weit runterzufahren, dass die neuen Stammzellen vom Spender auch anwachsen können. Ist es dann so, dass man als Spender tatsächlich gefragt wird, sprich, dass eine Klinik auf uns oder über das zentrale Register auf die DKMS zugegangen wird, weil es ein sogenanntes Match gibt, weil der genetische Zwilling gefunden, gebraucht wird? Dann kontaktieren wir ihn erstmal schriftlich. Er soll sich ja nicht überrannt fühlen. Und dann geht es sozusagen an das Feintuning. Dann gibt er in der Regel nochmal bei seinem Hausarzt ein bisschen mehr Blut ab, was dann im Labor mit dem Blut des Patienten, für den er in Frage kommt, nochmal abgeglichen wird. Und im besten Fall passen alle Gewebemerkmale. Da ich von Berufswegen schon zum Helfen verpflichtet bin, habe ich mich in einer Typisierungsaktion im Sommer 2010 in unserer Dienststelle registrieren lassen. 4 Monate nach meiner Registrierung bei der DKMS erhielt ich Post, worin stand, dass ich als Spender in Frage käme. Also es war im ersten Moment ein befremdliches Gefühl, aber doch interessant. Mir war bewusst, dass das Unbewusste im Menschen eine sehr starke Kraft ist, die ich nutzen konnte. So kreierte ich einen einfachen Vers, der mein Unterbewusstes erreichen sollte. Kommt, ihr kleinen Kriegerlein, fließt in meinen Körper rein, schaltet die bösen Blasten ab, nur die guten Zellen lasst intakt. Meine vorangegangenen Erfahrungen mit der Medizin beflügelten mich auf diese Weise, die Wirkung der Chemo zu beeinflussen, und ich bat die Ärzte,
jede Chemo vor der Anwendung in meinen Händen halten zu können. Im Knochenmark werden drei unterschiedliche Zellgruppen gebildet. Also dort wird die Zellmasse des Blutes gebildet. Das ist die Aufgabe des Knochenmarkes. Und die lassen sich grob in drei Gruppen aufgliedern. Und das eine sind rote Blutzellen. Deshalb ist unser Blut rot. Die sind dazu da, um den Sauerstoff zu transportieren. Das zweite sind die weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen sind die Abwehrzellen im Körper. Und die bewegen sich durch den Körper, die patrouillieren, finden Krankheitserreger, um die zu töten. Aber zum Beispiel auch veränderte Zellen. Also Tumorzellen können sie auch erkennen und töten. Dann gibt es noch Blutplättchen, die gebildet werden, die sogenannten Thrombozyten. Die sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Sie bilden einen Blutpfropf, wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden. Bei der Osteomyelofibrose ist das so, dass man im Anfangsstadium vor allen Dingen die Zellen sieht, die Blutplättchen bilden. Die sind dann deutlich vermehrt. Das ist auch ein typischer Befund, dass man das im Blut dann messen kann. Der Ursprung ist, wie bei anderen Tumorerkrankungen, dass eine Zelle sich verändert. Das nennt man Mutation im Erbmaterial. Solche Schädigungen des Erbmaterials passieren jeden Tag und jede Sekunde im Körper, aber sie werden repariert. Manchmal gelingt die Reparatur nicht und ein Fehler bleibt. Wenn der Fehler stark ist, dann stirbt die Zelle. Wenn der Fehler aber überlebbar ist, kann er dazu führen, dass die Zellen von dem Zeitpunkt an sich nicht mehr ordnungsgemäß teilen und auch nicht mehr ordnungsgemäß sterben. Also jede Zelle muss sterben für die Ordnung im Körper und deshalb gibt es auch ein Sterbeprogramm. Ja, und bei der Osteomyelofibrose ist das auch der Fall. Da ist der Fehler so vom Wesen her, dass es nicht zu einer ganz starken Beschleunigung der Zellvermehrung kommt, sondern dass es eher langsam passiert. Und so kann man verstehen, warum man mit dieser Krankheit eben sehr lange leben kann in einer stabilen Phase. Es wird ja oft erst diagnostiziert als Zufallsbefund. Also dass man zum Beispiel feststellt, dass die Milz vergrößert ist oder dass man ein Blutbild macht aus einem anderen Grund und dann sieht man, dort sind vermehrt Zellen. Der Fehler, also die Zellgruppe, die sich dann eben stärker vermehrt als die anderen Zellen, ist eine Zellgruppe, die im Knochenmark beheimatet ist und die dafür verantwortlich ist, Blut zu bilden. Das ist ihre Aufgabe. Dann stellt man fest, dass im Lauf des Vorhandenseins dieser Krankheit sich Fasern ausbilden im Knochenmark. Und die Befunde, die man bisher gesammelt hat, sprechen dafür, dass das so verursacht wird, dass die Zellen, die die Blutplättchen bilden im Knochenmark, Botenstoffe aussenden zu benachbarten Bindegewebszellen. Bindegewebszellen haben wir eigentlich überall im Körper. Die warten nur darauf, Narben und Löcher aufzufüllen mit Fasern, wenn es nötig ist. Wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, wirklich dicht wie ein Teppich, wo man begreift, dass da kein Platz mehr ist für Zellproduktion, für Zellen. Und in diesem Falle kommt es eben zu einem unsinnigen Schritt, also dass die Thrombozyten produzierenden Zellen Botenstoffe aussenden und immens viele Fasern gebildet werden und damit die zellproduzierenden Zellen aus dem Knochenmark verdrängen. Ja, sie sind praktisch Flüchtlinge, kann man sagen. Also dass sie suchen sich einen anderen Ort, wo sie weiter produzieren können. Und ein Fetus im Mutterleib produziert auch schon Blut, aber er produziert es nicht im Knochen, sondern in der Leber und in der Milz. Und was dann passiert ist, dass sich wieder eine Situation herstellt, wie schon bereits im Mutterleib. Die Produktion von Blut außerhalb des Knochenmarks geht aber damit einher, dass sie nicht mehr so sauber, nicht mehr so rund läuft. Es werden rote Blutkörperchen gebildet, nach wie vor, aber sie gehen schneller kaputt. Und so ist es auch mit den weißen Blutkörperchen, auch mit den Blutplättchen. Es schwimmt viel Müll dann im Blut und das ist möglicherweise die Ursache dafür, dass diese Krankheit regelmäßig, wenn sie fortgeschritten ist, zu ausgeprägten Allgemeinerscheinungen führt. Dass man sich fühlt wie bei einer schweren Grippe. Im Rahmen meiner sportlichen Betätigung hatte ich dann das Gefühl, dass ich am Schluss einer Regatta
eine Nebenhöhlenentzündung haben könnte und bin deswegen nach Hause gefahren, um mich in ärztliche Obhut zu begeben. Wartete dann auf einen Behandlungstermin und eines Morgens, nachdem ich aufgestanden war und alles wie normal lief, bin ich dann ad hoc zusammengebrochen. Bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und 10 Tage später hat man mir dann gesagt, dass ich eine AML, also eine akute myeloische Leukämie habe. Und das hat dann in der weiteren Folge dazu geführt, dass ich dann ins UKE gekommen bin. Für mich war der Wechsel ins UKE ein positiver Kulturschock, weil ich die Aufnahme durch Herrn Professor Kröger und durch Frau Dr. Bacher schon als sehr angenehm empfunden habe. Und ich hatte über die gesamte Behandlungszeit den uneingeschränkten Eindruck, dass man sich mit sehr großer fachlicher und menschlicher Intensität um mich gekümmert hat, um mich wie auch um die anderen Patienten. Ich habe das als sehr angenehm und sehr professionell empfunden, was dort ablief. Ich habe am 11.12.2010 lernte ich Herrn Rocke kennen. Und Herr Rocke hatte bezüglich seiner Auffassung, wie die Chemotherapie am besten in seinem Körper wirken würde, seine eigene Methode, die er sehr vehement und sehr hingebungsvoll durchzog, indem er die ihm dargereichte Chemotherapie regelrecht beschwor, dass sie das tun möge, was er von ihr erwarte. Und ich habe das immer mit großer Bewunderung zur Kenntnis genommen, mit welcher Autosuggestion er diesen Vorgang betrieben hat. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass diese Dinge sicherlich suggestiv ihre Wirkung im positiven Sinne gezeigt haben. Patienten gehen ganz verschieden mit ihrer Erkrankung, mit der Chemotherapie um. Einige wollen gar nichts wissen, wollen es nur über sich ergehen lassen. Andere, wie Herr Rocke, möchten dann wirklich den extremen Kontakt haben mit der Chemo an sich, besprechen auch nochmal die Chemo und sagen, das und das sollst du machen. Das möchte ich erreichen in meinem Körper und bitte greif nichts anderes an, ja, damit halt keine Nebenwirkungen entstehen. Und so macht jeder das für sich, wie er das braucht und ist auch okay so. Die Chemo wird dem Körper zugeführt über eine Infusion. Und dann schwimmen Chemotherapie-Teilchen im Blut und erreichen so, wie alle Nährstoffe auch, sämtliche Zellen. Und die Zellen sind Kugeln mit einer Wand und durch die Wand dringen diese Stoffe hindurch. Und wenn dann eine Zelle sich teilen möchte, dann muss eine Teilungsmaschine angeworfen werden. Und die Chemotherapie ist wie Sand im Getriebe dieser Maschine. Eine vernünftige Teilung ist nicht möglich und die Zelle stirbt. Also die Chemotherapie kann unterschiedliche Nebenwirkungen haben, aber nur wenige sind für die Patienten in der Regel spürbar und so bedeutend in der Phase. Und im Vordergrund steht da Übelkeit, Erbrechen, dass man häufig ist es, dass ein flaues Gefühl hat, keinen Appetit mehr hat. Und manchmal ist es eben vorübergehend stärker ausgeprägt. Dann gibt es noch andere allgemeine Erscheinungen, die regelmäßig auftreten, Kopfschmerzen zum Beispiel oder Abgeschlagenheit. Für jeden Patienten wird ein Chemotherapieplan erstellt, für die vorbereitende Therapie vor der Stammzelltransplantation. Und für jeden Patienten wird dann in der Apotheke werden die Substanzen zusammengemischt. Das heißt, die Trockensubstanz genommen und die vorgesehene Menge dann aufgefüllt mit Flüssigkeit und dann werden die Beutel mit dem Transportsystem zu uns gebracht. Die Chemo wird für jeden Patienten dann individualisiert hergestellt.
Wenn es dann tatsächlich zur Spende kommt, ist es ganz wichtig, dass der Spender natürlich sich ganz vielen Fragen und Untersuchungen noch stellen muss, um jegliches Risiko für ihn, aber auch für den Patienten auszuschließen. Ja, zunächst mal habe ich den ersten Brief bekommen und als ich den geöffnet habe und mir dann klar wurde, dass ich für jemanden spenden darf, war natürlich gar keine Frage. Es war klar, dass ich spende, auf jeden Fall. Daraufhin musste ich dann mit einem Probepäckchen, Röhrchen zum Arzt und weiter Blut abgeben, eine größere Menge Blut, um damit genau herauszufinden war, ob das wirklich genau passt von den Blutwerten. Als dann feststand, dass ich in die definitiv engere Auswahl kam, war dann relativ schnell klar, dass es schnell zu einer Spende kommen muss. Und 3 Wochen vor der eigentlichen Spende findet immer die Voruntersuchung statt. Die fand bei mir, so wie die Spende, auch in Dresden statt. Ich musste dann einen Tag vorher anreisen und zu dem Zeitpunkt war die Wettersituation in Deutschland so, dass es Schneechaos gab und ich 4 Stunden am Flughafen saß und auf den Abflug meines Fluges wartete und dann dementsprechend erst nachts in Dresden ankam. Und 3 Wochen später, zur eigentlichen Spende, hatte sich die Wettersituation nicht wirklich entspannt. Und auch da habe ich dann nachher dann Angst gehabt, dass ich dort zu spät komme, weil man mir im Vorfeld gesagt hat, dass der Patient zur Spende hin auf 0 gefahren wird vom Immunsystem und erfolgt keine Spende, würde er versterben. Und da habe ich mir dann schon meine Gedanken gemacht, was machst du, wenn jetzt kein Flieger mehr geht? Nimmst du den Zug, fährst du mit dem Auto etc.? Bei der Transplantation kommt dann ein gewisser Zeitraum, vor allen Dingen nach der Chemotherapie, nach der sogenannten Konditionierungstherapie, dann sind die alten Blutzellen alle weg. Das heißt, der Patient hat keine Leukozyten, ganz wenig Thrombozyten, das sind die Blutblättchen, auch wenig rote Blutkörperchen. Die Blutblättchen und die roten Blutkörperchen kann man ersetzen, die weißen Blutkörperchen eher nicht, sodass dann ein hohes Infektionsrisiko besteht, sodass in dieser Zeit, wenn die alten Blutzellen weg sind und die neuen noch nicht angewachsen sind, ein erhöhtes Risiko für Infektionen besteht und die Patienten werden deshalb in diesem Zeitraum in eine strengere Isolierung gebracht. Das heißt, die Luft ist gefiltert, das ist gefilterte Luft, damit eben das Infektionsrisiko möglichst minimiert wird. In dieser Zeit sollten die Besucher, die kommen, können durchaus kommen, aber sollten eben gesund sein, damit nicht unnötiges Risiko mit ansteckenden Krankheiten besteht. Also die vorbereitende Therapie besteht aus verschiedenen Komplexen. Das sind Chemotherapie und Immuntherapie. Das Immuntherapie ist ein Antikörper, der aus Kaninchen gewonnen wird. Das verträgt praktisch der Patient nicht so gut. Man bekommt das 3 Tage. Und ja, Tag 1 ist immer so der schlimmste Tag, an dem Fieber und Schüttelfrost sein kann. Die Immuntherapie ist aber sehr wichtig, weil die Zellen sehr gut anwachsen und auch die Abwehrreaktion reduziert wird. In der Isolationsphase, als das Blutsystem heruntergefahren wurde, also als Rolands Immunsystem praktisch zerstört wurde, damit die neuen Stammzellen dann in den Körper hinein konnten, in dieser Zeit geht es einem natürlich ziemlich schlecht. Roland hatte viel Schüttelfrost und Fieber. Er war auch überhaupt nicht gut drauf, logischerweise. Und durch die vielen Medikamente, die Roland bekommen hat, war er einfach in so einem Zustand. Er hat immer gesagt, er spürt sich gar nicht richtig. Und er hatte auch so Wortfindungsstörungen, dass er sich gar nicht so ausdrücken konnte. Er wollte was sagen und hat das Wort einfach nicht erinnert. Aber in dem Moment, wo man hohes Fieber hat oder so Schüttelfrost hat, geht es einfach vergessen. Also man ist dann so in diesem Prozess drin, dass es einem schlecht geht, dass dann wirklich gut ist, wenn jemand da ist, der einem an diese ganzen Dinge erinnert. Und ich habe ihm dann einfach liebevoll ans Atmen erinnert, dass er gut ausatmet, habe mit ihm bestimmte Atemtechniken gemacht. Ich hatte meine Klangschalen dabei, ich habe ihm Klangschalen aufgestellt und ihn mit den Klängen der Klangschalen einfach in eine Entspannung bringen können. Ich habe ihn immer wieder auch ans autogene Training erinnert, immer wieder Suggestionen eingebaut, die einfach eine muskuläre Entspannung bringen und somit eben auch eine psychische Entlastung.
Roland hat in diesen Tagen in der Isolation ganz viel geträumt. Wir haben dann morgens ganz viel über seine Träume gesprochen und er hatte sehr heftige und sehr lebendige Träume. Und er hat mir auch gesagt, dass er sich gar nicht so richtig mehr in seinem Körper fühlt oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, dass er sich gar nicht mehr richtig in sich fühlt, ja. Also als wäre sein Körper gar nicht sein Körper, also als würde er gar nicht so richtig dazugehören, das, was er denkt und das, was man im Körper so fühlt. Wenn der Spender dann tatsächlich spendet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihm bewusst ist und dass er dann auch hundertprozentig zustimmt, dass er jetzt kein Zurück mehr hat. Das ist der dritte Schritt, wo er von uns vorab auch nochmal gefragt wird, möchtest du wirklich? Weil der Patient, der Empfänger, ist dann im Prinzip schon in einem Stadium, der hat kein Immunsystem mehr. Und dann ist es schon fertig zum Injizieren. In der Woche vor der Spende fing dann das Spritzen der Medikamente an. Das war dann ein Medikament, was man sich morgens und abends selber in die Bauchdecke spritzen muss. Das war ein Pulver, das musste mit einer Wasserlösung aufgezogen werden und dann wie eine Thrombosespritze sich selber in die Bauchdecke zu geben. Das Medikament sorgt dafür, dass die Stammzellen, die ja im Knochenmark selber sitzen, aus dem Knochenmark ausgeschwemmt werden in die Blutbahn, damit die dann bei der eigentlichen Spende rausgefischt werden können. Alles in allem aber ein sehr geringer Aufwand dafür, dass man auf dem Wege einem anderen Menschen das Leben retten kann. Ich meine, es sind eine Woche maximal an Nebenwirkungen wie eine leichte Grippe, die mit Tabletten zu kompensieren sind. Und wenn das der Weg ist, jemandem zu helfen, dann soll es auf jeden Fall so sein. Nach abgeschlossener Spende war zunächst unklar, ob die Menge der Stammzellen reichen würde. Zur Erholung wurde man dann aufs Hotelzimmer gebeten und im Laufe des Nachmittags kam dann der Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass es gereicht hat. Und wie es wohl bei den Spenden üblich ist, wurde mir dann auch mitgeteilt, dass ich einen männlichen Patienten im Alter von 55 Jahren aus Deutschland hatte mit einer seltenen Blutkrankheit. Ja, also das Transplantat konnte bereits am ersten Tag in ausreichender Zellzahl gewonnen werden, sodass wir das dann hier nach Hamburg bekommen haben. An dem Tag wurde aber bei den Patienten noch eine ATG-Therapie durchgeführt, sodass wir kurz das Transplantat hier lagern mussten und dann aber in den späten Abendstunden ohne weitere Vorbereitung das Transplantat transplantiert haben, also den Patienten über einen zentralen Venenzugang angehängt haben. Also die Dauer einer Transplantation hängt vom Volumen ab, sodass wir aber bei einem durchschnittlichen Volumen von 200 bis 300 Milliliter von einer Transplantationsdauer bis zu einer Stunde ausgehen. Ja? Viel länger brauchen wir nicht. Wir lassen das einfach frei tropfen, ohne weitere technische Hilfsmittel und je nachdem, wie schnell der intravenöse Zugang läuft, entsprechend lange dauert es dann. Ja, bis jetzt läuft das alles ganz gut. Ja, das ist aber noch der 22. Wenn das Transplantat im Patienten angekommen ist, ist es so, dass die Stammzellen relativ rasch auch über das Blut ihren Weg in das Knochenmark finden, sich dort einnisten und dann letztendlich in den nächsten Tagen sich vermehren. Der entscheidende Zeitpunkt für uns ist, wann im peripheren Blut eine ausreichende Zahl an Leukozyten, also wenn diese Leukozyten über 1000 gehen, und das ist in der Regel dann nach 2 Wochen. Ja.
Wenn die Haare anfangen auszufallen, werden sie dann schon aus Hygienegründen abrasiert. Und ich wollte ja gerne mal sehen, wie ich mit Glatze aussehe. Die sorgsam gefilterte Luft in der Isolation fühlt sich an, als sei keine Luft vorhanden. Mein Körper existierte nach der Transplantation zunächst ohne richtig funktionierendes Blutsystem. Und meine Geschmacksnerven waren irritiert. Alles schmeckte nach Pappe oder Seife. Trotzdem aß ich weiter, damit meine Verdauungsorgane etwas zu arbeiten hatten. Diese Myelofibrose, ist es in der Vergangenheit oft problematisch gewesen, dass diese Stammzellen überhaupt anwachsen, weil diese Fibrose, das Knochenmark, so verändert ist, dass das Milieu, wo diese Zellen anwachsen sollen, sehr zerstört ist, fibrotisch ist. Man kann sich das immer vorstellen, wie wenn man im Garten was pflanzen will und der Boden ist sehr trocken. Nicht so ein schöner Humus, nicht so schön feucht, sondern ausgedörrt, trocken. Das war früher ein großes Problem, dass diese Zellen nicht angewachsen sind bei dieser Erkrankung. Deshalb wurde bis vor wenigen Jahren die Transplantation bei dieser früher Osteomyelofibrose, heute primären Myelofibrose, eher selten durchgeführt. Es gibt aber heute Techniken, die auch entwickelt worden sind, dass dieses Anwachsen doch etwas leichter ist, sodass dieses Anwachsen oder dieses Versagen von Anwachsen, was es früher häufiger gab, heute eher selten ist bei der Erkrankung. So muss man bei der Erkrankung ungefähr nach 14 Tagen rechnen, dass dann die Zellen kommen. Und wenn dann die ersten Leukozyten im Blut zu sehen sind, dann spricht man von einem Engraftment. Und man kann diese Zellen dann auch genetisch charakterisieren und findet dann, in der Regel sind das dann alles Zellen, die vom Spender schon kommen. Ich erhielt dann recht oft Blut- und Thrombozytentransfusionen, da die neuen Stammzellen noch nicht ausreichende produzierten. Der normale Klinikalltag fängt dann an mit der Säuberung des zentralen Venenkatheters. Blut wird für das Labor entnommen und die Vitalwerte werden überprüft. Renate strickt Unmengen von Socken und ich freue mich über die Weihnachtspost. Dann am 31.12., schon nach 10 Tagen nach der Transplantation, habe ich die ersten 300 Leukos und wir waren sehr glücklich darüber. Das musste natürlich sofort allen Freunden berichtet werden. Ich konnte dann zum ersten Mal die Isolation verlassen. Das war so etwas wie ein erster Freigang. 2 Tage später zog ich ganz aus der Isolation in ein normales Zimmer mit mehr Platz und frischer Luft um. Und ich fing gleich wieder an, mich zu bewegen und den Körper zu stärken. Ich kam dann in den Genuss von weiteren Angeboten der Klinik, wie die entspannende Musiktherapie und Gespräche mit dem Onkopsychologen, die für mich wirklich sehr hilfreich waren. An dem Entlassungstag waren dann alle Koffer und Taschen gepackt und wir sind total euphorisch dann nach Berlin gefahren. Wir freuten uns auf das Zuhause. Roland freute sich sehr, endlich mal wieder in der Wohnung dann zu sein. Und als wir es dann geschafft hatten, in den 5. Stock die 116 Stufen hoch zu klettern und die Tür aufgeschlossen haben, ist Roland in Tränen ausgebrochen. Ich habe mich total erschrocken und dachte, was ist denn jetzt passiert? Und Roland sagte dann, dass er so froh ist, wieder in der Wohnung zu sein, denn als wir in die Klinik gefahren sind, hatte er schon den Gedanken im Kopf, dass er die Wohnung vielleicht gar nicht mehr wiedersehen würde. Nachdem die beiden relativ schnell für mich jetzt wieder aus dem Krankenhaus draußen waren und alles so super lief, hatte ich eigentlich gedacht, wow, wir haben das Schlimmste geschafft. Und ich hatte das Gefühl, dass Roland in dieser Klinik wirklich gut aufgehoben war. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, also es war ja sicherlich ganz schlimm für die beiden, aber ich habe gemerkt, die werden damit fertig. Als Roland dann wieder nach Hause kam, nach Berlin,
hatte ich das Gefühl, dass es anfangs sehr schwierig war für ihn und auch für Renate, weil sie einfach jetzt selbst verantwortlich waren für alles. In der Klinik wurde alles für sie geregelt und da mussten sie dann einfach alles selber in die Reihe kriegen. Und Roland war teilweise sehr unglücklich oder auch ein bisschen ungehalten und es knirschte dann auch schon manchmal ein bisschen in der Beziehung. Aber sie haben es dann immer wieder hingekriegt und fand ich dann auch schön. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, an diese erste Zeit erinnere ich mich nicht so gerne, denn das erste halbe und dreiviertel Jahr war sehr schwierig. Ich kannte noch ganz wenig Leute, also ich war es einfach gewohnt, viele Freunde, viele Bekannte zu haben. Das ging jetzt nur über E-Mail- und Telefonkontakte und ich fühlte mich sehr auf die Wohnung beschränkt. Ja. Also es war die Wohnung im fünften Stock, ansonsten hatte ich meine Praxisräume. Ich musste eben zusehen, dass auch Geld reinkam. Ich musste schauen, wie ich Kundenakquise betrieben habe, dass ich mich bekannt gemacht habe, dass ich dann meine 20 Stunden mit dem Halbtagsjob irgendwie auf die Reihe gekriegt habe und eingekauft habe. Es war eigentlich sehr in der Zeit sehr wenig Raum für eigene Dinge. Das war schon relativ schwierig. Als es Roland noch nicht so gut ging, in den ersten 6 bis 9 Monaten nach der Entlassung aus der Klinik, es gab ja ständige Aufs und Abs, da war es für mich auch schwierig, wenn ich mit Klienten zusammen war, die ein Gespräch bei mir hatten oder den Entspannungskurs besucht haben und ich mein Handy dann aus hatte oder mich dann auch auf die Klienten konzentrieren wollte und musste, dann war es oft eine Unsicherheit, dass ich immer dachte, hoffentlich ist jetzt nichts passiert, hoffentlich ist alles okay. Oder auch wenn ich von der Arbeit nach Hause geradelt bin, dann auf dem Fahrrad dachte ich immer, was wird mich jetzt erwarten, wenn ich in die Wohnung komme? Wie wird es ihm gehen? Hoffentlich ist alles in Ordnung. Es ist dann einfach eine große Unsicherheit. Also in der ersten Zeit nach der Transplantation, wenn man zu Hause ist, dann sehen wir die Patienten noch relativ regelmäßig, weil es einfach wichtig ist, dass wir das Blutbild überwachen. Denn gerade in den ersten Tagen oder Wochen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich individuell, ist das Blutbild noch nicht so stabil, wie man sich das vielleicht erhofft, sodass man gelegentlich vielleicht transfundieren muss. Das bedeutet, man guckt sich jedes Mal, wenn die Patienten in die Ambulanz kommen, das Blutbild an. Und gegebenenfalls muss man dann zum Beispiel rote Blutkörperchen geben oder man gibt Thrombozyten, also Blutplättchen, einfach in Abhängigkeit der Werte. Bei manchen Patienten ist das sehr oft, 2 bis 3 Mal die Woche, bei anderen kommt es gar nicht vor oder alle paar Wochen einmal. Das kann man nicht gut vorhersagen und das sieht man dann einfach und da kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl dafür, wie oft man dann die Leute einstellen muss. Das Zweite, worauf wir gerade in der ersten Zeit unbedingt Acht geben müssen, sind Infektionen. Das sehen wir entweder an den Symptomen der Patienten oder auch an den Laborwerten. Und da reagieren wir auch relativ früh und geben dann Antibiotika, um zu vermeiden, dass diese Infektionen einfach stärker werden. Und dann noch eine besondere Sache, auf die wir auch immer bei den Besuchen achten, ist die sogenannte Spender-gegen-Wirt-Reaktion. Das ist eine Reaktion, die dadurch hervorgerufen wird, dass das Immunsystem, das der Patient nach der Transplantation besitzt, quasi komplett neu ist und den Körper des Patienten noch nicht kennt, wenn man so möchte. Wenn man es frei ließe, also das Immunsystem frei machen ließe, würde es den Körper komplett angreifen, weil es einfach sagen würde, das ist ein Fremdkörper, den muss ich abwehren. Deswegen bekommen die Patienten alle ein Medikament zur Unterdrückung des Immunsystems. Und trotzdem wir das versuchen zu kontrollieren, kann es trotzdem sein, dass so eine Reaktion auftritt. Die meisten Patienten bekommen dann einfach einen Hautausschlag, so ganz feine rote Flecken. Seltener sieht man diese Spender-gegen-Wirt-Reaktion auch am Darm. Das äußert sich meist mit Übelkeit oder schweren Durchfällen. Ein weiterer Ort, wo diese Spender-gegen-Wirt-Reaktion auftreten kann, ist die Leber. Das würden wir hauptsächlich im Labor sehen.
Wenn die Leberwerte sehr stark steigen, dann sieht man es den Patienten auch an. Das sind dann die Symptome der Gelbsucht, die man dann auch bei anderen Erkrankungen sehen kann, dass der Patient einfach gelb wird. Aber dann wäre es schon relativ weit fortgeschritten. Wenn das auftritt, dann müssten wir unsere Medikamente anpassen. Diese Reaktion ist gar nicht unbedingt nur gefährlich, sondern in vielen Fällen wollen wir auch ein bisschen von dieser Reaktion, weil das Immunsystem sich nicht nur gegen den Körper richtet, was man dann an der Haut sieht oder am Darm, sondern halt auch uns dabei hilft, die Erkrankung zu bekämpfen, weil es natürlich auch die bösartigen Zellen im Körper, die vielleicht noch nach der Chemo übrig sind, zuverlässiger auffindet, als das irgendein Medikament tun könnte. Sodass in manchen Fällen wir auch, wenn wir diese Reaktion nicht automatisch sehen und der Patient keine Spender-gegen-Wirt-Reaktion bekommt, wir das auch provozieren können, indem wir die Medikamente entsprechend nach unten regulieren, um das Immunsystem ein bisschen frei zu lassen und es dann einfach mehr Kraft hat, den Körper anzugreifen. Wir waren ja im Urlaub hier in der Nähe und haben die beiden dann besucht und dann habe ich schon gesehen, wie schwierig das alles war mit dem Essen, mit dem abgepackten Essen und alles darf nicht so alt sein und das war schon alles recht umständlich. Aber ich hatte trotzdem ein gutes Gefühl. Ich hatte ein total gutes Gefühl. Der Roland machte auch einen guten Eindruck. Das war ja auch so witzig, dass er denn diese lockigen Haare bekommen hat, nachdem er da die Glatze gehabt hat. Das fand ich schon ganz witzig. Und ich war dann wirklich zuversichtlich und habe gemerkt, das läuft gut. Das ist schwierig, aber das läuft. Dann ging es mit dem Essen weiter. Es durfte ja immer nur frische Sachen gekocht werden. Es durfte nicht lange angeschnitten sein. Es war ja wieder eine Herausforderung, die Dinge heranzuschaffen, zu suchen, dass sie auch wirklich frisch sind, dass man davon ausgehen konnte, dass man sich darauf verlassen kann. Und es musste alles von Renate nach oben in den 5. Stock geschleppt werden. Ja, da hat meine Freundin dann ausreichend Fitnesstraining gemacht, würde ich sagen, in der Zeit. Die Schwere von Rolands Krankheit, die habe ich eigentlich so richtig begriffen, als er selbst nicht mehr zum Arzt fahren konnte, zur Untersuchung, sondern, und mich bat, dass ich ihn hinfahre. Das habe ich dann getan und da hat der Roland sehr krank ausgeschaut. Im Gesicht und sein Gang und da habe ich gespürt, meine Güte, das ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Und wir können nur hoffen, dass das alles gut geht. Man sieht den Partner auf einmal nur noch als kranker Mensch, der gar nichts mehr tun kann. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Und auch so dieses sich schützen vor jeglichen Keimen. Man musste ja wohl wirklich nur mit Handschuhen und alles sauber. Und es war schon hochkompliziert. Und so aus der Ferne kann man dann natürlich immer gute Tipps geben, aber es ist halt schwierig, wirklich auch genau nachzuvollziehen, was passiert da. Ich muss sagen, am Anfang war mir gar nicht so klar, so bewusst, dass die Krankheit, die Roland hatte, eine Krebserkrankung war. Das war für mich in den ersten Telefonaten und E-Mails eher eine Krankheit mit einem unaussprechlichen Namen, den nur die Mediziner verstehen. Und bei mir hat es einige Zeit gedauert, bis das durchgedrungen ist, dass es sich dabei um eine Krebserkrankung handelt. Ich weiß, dass Roland vor allem auch in der Zeit zu Hause in Berlin viele starke Medikamente nehmen musste, die ihn sehr mitgenommen haben. Ich kann mich an die Fülle, an die einzelnen Nebenwirkungen, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass es ein sehr langer Zeitraum war, in dem Roland unter den Nebenwirkungen gelitten hat. Die Nebenwirkungen dieser Medikamente, er musste ja sehr viele nehmen, die waren sicher nicht so einfach. Ich habe mir gedacht, also ich könnte das überhaupt nicht. Mir wäre es schon von dem Ansehen schlecht, von diesen ganzen Tabletten. Aber er hat es akzeptiert, dass er die eine Weile nehmen muss und hat mir dann auch erzählt, das. Und da gibt es Magenschmerzen und da muss ich wieder dagegen diese Tablette nehmen. Also es war, denke ich, nicht so einfach für ihn, weil ja jede Tablette auch Nebenwirkungen hat. Und mir schien es jedes Mal so, als wenn diese verschiedenen Nebenwirkungen eine kleine Prüfung waren und ich fand auch, wenn man das so sehen will, diese kleinen Prüfungen, dass Roland die eigentlich jedes Mal sehr, sehr gut bewältigt hat. Ja, es lag natürlich auch immer die Frage im Raum, was ist, wenn Roland das nicht schafft? Und
Ich habe einfach gedacht, dass es furchtbar wäre. Aber ich habe mich da nicht lange mit beschäftigt, gebe ich zu. Ich habe einfach gedacht, er muss es schaffen. Ich fand es sehr schön, dass es möglich war, über E-Mails die Gedanken auszutauschen. Und ich habe dann auch Fotos von ihm gesehen. Das fand ich dann auch schon sehr schön, dass man da einfach den Fortschritt oder die Dinge einfach besser verstehen konnte. Und ich dann auch gesehen habe, dass es immer besser ging. Ja, Roland und Renate, oder in einer gewissen Zeit war es wohl hauptsächlich Renate, die haben ja einen intensiven E-Mail-Kontakt zu ihren Freunden gehalten. Das war in der Zeit, glaube ich, ziemlich hilfreich. Obwohl ich nicht so ein E-Mail-Fan bin, fand ich das sehr hilfreich. E-Mails waren super, als so wie, mehr wie so ein Rundbrief, dass man immer merkte, es geschieht was. Aber durch diese E-Mails, die Renate und Roland geschrieben haben, das hat eine unheimliche Nähe produziert. Wenn der Patient dann entlassen werden kann, ist meist schon ein Riesenschritt getan, aber die eigentliche Transplantation ist dann eigentlich noch nicht völlig abgeschlossen, wie man das zum Beispiel bei Operationen kennt, sondern dann muss dieses neue blutbildende System erstmal arbeiten, muss wieder lernen, mit den Infektionen umzugehen, man muss aufpassen, dass es nicht so eine Spender-gegen-Wirt-Reaktion kommt und vor allen Dingen das neue Immunsystem lernt dann auch noch oder arbeitet auch, vielleicht verbleibende Tumorzellen, in dem Fall von der Myelofibrose, zu beseitigen. Was manchmal ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass die Patienten dann doch oft noch für einige Monate relativ schlapp sind zu Hause, doch noch deutlich Unterstützung brauchen, sodass man in der Regel nach frühestens einem halben Jahr, manchmal aber auch erst nach einem ganzen Jahr, wieder dann arbeitsfähig ist. Also meine Tochter Renate, die hat mich damals nach Jochenheim eingeladen und da habe ich den Roland kennengelernt. Das war so die erste Zusammenkunft mit dem jetzigen Mann von der Renate. Ja, als ich dann hörte, dass Roland krank war, da war ich ziemlich geschockt, weil ich einen Nachbar hatte, der hatte dieselbe Krankheit. Und ich wusste damals, wie schwierig das ist. Da habe ich gedacht, hoffentlich geht es dem Roland nicht genauso, dass er auch das alles durchmachen muss, weil ich wusste von meinem Nachbar, was das für eine Prozedur ist. Ich kannte den Roland damals ja auch noch nicht so hundertprozentig, weil ich nicht wusste, wie er positiv eingestellt war. Aber nachdem ich dann gemerkt habe, auch durch meine Tochter, also, dass er ziemlich positiv eingestellt war und gesagt hat, ich schaffe das, ich bringe das durch. Und dann war ich etwas beruhigter. Ich muss sagen, er hat vielleicht anderen noch Mut gemacht, anstatt resignieren zu wollen. Ich habe die beiden dann besucht und habe einfach mal auch mitbekommen, wie schwierig das ist, wenn man so auf alles achten muss. Das heißt, er konnte ja nur Dinge essen, wo nicht die Gefahr bestand, dass Schimmelpilze drin sind. Also Brot nur getoastet, Milch, Kondensmilch in kleinen Päckchen. Wenn Käse irgendwie schon offen war, durfte er den nicht mehr essen. Und ich weiß, es war schönes Wetter, wir saßen auf dem Balkon und er hatte die Mütze auf und ist mal unter den Schirm gegangen, aber es ging halt nicht. Er durfte halt nicht sich der Sonne aussetzen. Renate ist da auch ziemlich an ihre Grenzen gegangen. Wer geht einkaufen? Wie bekommen wir unsere Getränke nach oben? Wenn jemand halt komplett ausfällt und auch sich nicht anstrengen darf, das war schon eine schwierige Zeit. Eine Krankheit oder ein traumatisches Ereignis, das einem von jetzt auf sofort so plötzlich herausreißt und das Leben von einem Tag auf den anderen eine ganz andere Wendung nimmt, macht einem sehr hilflos. Also ich habe das jedenfalls so empfunden, diese Hilflosigkeit und dieses Ausgeliefertsein. Und ich denke, in solchen Momenten ist es ganz wichtig, dass man sich nicht zurückzieht und sich abkapselt, sondern dass man sich damit auseinandersetzt, mit diesem Ereignis, sich öffnet und vor allen Dingen mit vielen Menschen darüber redet, ein gutes soziales Netzwerk aufbaut.
Also diese Hilflosigkeit, die mich dann überfallen hat, da bin ich so mit umgegangen, dass ich ihm gebetet habe, auch auf meine Art, auch wenn ich nicht in der Kirche bin. Ich habe versucht, dem Roland ganz viel Energie zu schicken und habe auch gemerkt, wie wichtig das nochmal ist, auf keinen Fall die Hoffnung aufzugeben. Und wir können nicht wissen, was das Leben vorhat. Man kann nicht sagen, das wird jetzt in die eine Richtung verlaufen oder die andere. Aber mir ist klar geworden, geht es jetzt darum, sich schon vor dem Abschied praktisch vorzubereiten. Also das ist ja auch so eine Art Schutzversuch, vorher schon mal auf was einzustellen, wie es wohl kommt. Dann habe ich gemerkt, dass ich das so nicht möchte, also dass es nicht richtig ist. Dass ich das eben, wie gesagt, nicht wissen kann, den Respekt davor. Und musste mir nochmal so einen Ruck geben, um mir bewusst zu machen, um eine Neutralität da drin zu kriegen und eben ein Vertrauen, dass das Richtige sich entwickeln möge. Unser Ansinnen war es, Ihnen die Klangmassage nach Peter Hess nahezubringen, Ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, als wir damals zusammen die Moderation gedreht haben, das war für mich eine ganz ungewohnte Erfahrung. Ich war noch nie vor der Kamera, musste auch sprechen und Roland hat mich eigentlich super angeleitet und es sind schöne Aufnahmen entstanden, obwohl ich ja gar keine Erfahrung damit hatte. Und der Kontakt ist nie abgebrochen, es ist ja eine enge, schöne Freundschaft daraus entstanden. Als ich von Rolands Krebserkrankung erfahren habe, muss ich sagen, ich bin eher so damit umgegangen, dass ich das eigentlich eher weggeschoben habe, weil ich das nicht gut aushalten konnte, dass Roland in einer so ja, körperlich lebensgefährlichen Situation war. Und ich wollte mir das auch gar nicht vorstellen. Und das, woran ich mich noch erinnern kann, war, wie er die Treppen nicht mehr hochkam, weil die Knie so dick waren durch die Medikamente und als er dann noch eine Diabetes hatte. Das waren so die Punkte, wo ich das so richtig deutlich mitbekommen habe, wie ernst das wirklich war. Also bevor ich das so mit Rolands Knochenmarkstransplantation miterlebt habe, habe ich darüber eigentlich fast gar nichts gewusst. Also klar, man kennt natürlich so Geschichten über Blutkrebserkrankungen, aber auch diese spezielle Erkrankung, die Roland hatte, wusste ich noch gar nichts. Und habe das erste Mal so einen Prozess so wirklich mitbekommen. In dieser Zeit, als Roland dann nach der Klinik wieder zu Hause war und ich ihn ja auch regelmäßig besucht habe, habe ich ihn dann auch mit Energiearbeit, also Reiki, begleitet. Wir haben ein paar Sitzungen miteinander gemacht, wo ich ihm die Hände aufgelegt habe. Und ich muss sagen, dass ich da auch für diese Zeit sehr dankbar bin, dass ich das Gefühl habe, ich konnte ein bisschen ja, dazu beitragen oder ihn dabei begleiten, sozusagen diesen Prozess ja, gut hinzukriegen und ja, dass sein Körper das gut schafft. Bei manchen Erkrankungen nach Transplantation, und das ist bei der Myelofibrose etwas häufiger wie bei anderen Erkrankungen, kommt es zu einem, wir nennen das verzögerten Anwachsen. Das heißt, die Leukozyten und die anderen Blutzellen wachsen zwar an vom Spender, und wenn man sie charakterisiert, sind sie auch alle vom Spender. Das heißt, er hat einen vollen Chimerismus. Alle Zellen sind vom Spender. Das heißt, eigentlich ist die Transplantation erfolgreich. Aber die Zellen sind insgesamt relativ wenig, also sind noch nicht normalwertig. Der Patient braucht teilweise noch Blutzellersatz von Thrombozyten, auch von roten Blutkörperchen. In einem so einem Fall macht man oft nochmal einen sogenannten Nachschlag. Das heißt, man fragt den Spender nochmal, ob er bereit ist, nochmal Stammzellen zu spenden. Die werden dann speziellen Reinigungsverfahren unterworfen, damit er nicht eine Spender-gegen-Wirt-Reaktion bekommt. Und das nennen wir dann Stammzellboost. Das heißt, er bekommt nochmal einen richtigen Nachschlag. Und in der Regel ist nach einem solchen Nachschlag, den man ambulant machen muss, ohne vorgeschaltete Chemotherapie, ohne auch sonstige große Nebenwirkungen, bekommt er diesen Nachschlag und dann erholen sich die Zellen auch in der Regel relativ rasch. Roland war wieder in Berlin und er sah aus wie ein 70-jähriger Mann und war dermaßen mager, es war erschreckend.
konnte dann aber schon wieder mit etwas Unterstützung die 5 Stufen zu seiner Wohnung rauf und runter. Und schließlich war es so weit, dass er sagte, er könnte uns helfen bei einem Filmprojekt. Eine Kollegin aus Hamburg und ich hatten ein kleines Projekt vor auf dem Tempelhofer Flugfeld. Und Roland meinte, ja, er könnte da mit der Kamera dabei sein. Allerdings könnte er nicht so lange stehen. Wir haben daraufhin einen Rollstuhl besorgt für ihn und ihn damit auf die Startbahn geschoben. Diese Aktion war ziemlich actionreich. Man musste den Kamerastandpunkt doch öfter verändern. Roland stand hinter der Kamera und in den manchmal etwas längeren Pausen konnte er sich auf dem Rollstuhl ausruhen. Ganz spontan hatten wir dann die Idee, den Rollstuhl auch noch in den Film mit einzubauen. Nachdem Roland den Boost bekommen hatte, ging das mit der Genesung rapide aufwärts. Roland sah sehr viel besser aus, nahm zu und war jung und voller Energie wie vorher. Das ist ja jetzt gute 100 Tage nach dem Stammzellboost. Und die Stammzellen haben ja jetzt nochmal eine Unterstützung bekommen, weil in Ihrer Situation jetzt auch nach der Transplantation sich die Stammzellen vom Spender nicht richtig gut durchsetzen konnten. Deswegen haben Sie sozusagen nochmal Schützenhilfe bekommen. Man hat Ihnen quasi nochmal neue Stammzellen nachgegeben. Und die scheinen jetzt auch sehr gut angewachsen zu sein. Wenn man sich die Blutwerte hier im Verlauf anguckt, dann sind sie jetzt relativ schön stabil. Das ist schon mal sehr gut. Bei der Knochenmarkfibrose dauert es eher ein bisschen länger, aber eher ist alles sehr relativ. Das kann man individuell ganz schwer voraussagen. Da muss man fast im Kaffeesatz lesen, um den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Bei Ihnen sieht es im Moment so gut aus, weil einfach die neuen Zellen sich jetzt mit Ihrem Körper doch ganz gut arrangiert haben und jetzt ja auch eine einigermaßen stabile und gute Blutbildung haben. Ja, schön. Als es Roland wieder besser ging, konnte ich auch anfangen, dann wieder mehr an mich zu denken. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie erschöpft ich eigentlich durch die ganze Sache war. Und dass mein Leben nicht Rolands Leben ist. Dass wir ein gemeinsames Leben haben, aber dass ich auch mein eigenes Leben habe und für mich sorge. Mir war es dann auch wichtig, nochmal von diesem Mitleid mehr in das Mitgefühl hineinzukommen. Also wenn man sich identifiziert mit der Krankheit des Partners und sich selbst dabei verliert, dann irgendwann kann man da nicht mehr. Also ich musste für mich verstehen, dass das Rolands Krankheit ist und nicht meine. Dass ich also mein eigenes Leben trotzdem auch noch habe und für mich in anderer Art und Weise sorgen muss, als ich für einen Roland sorgen muss. Im Sommer 2012 war ich wieder in Berlin und habe natürlich Roland wieder getroffen. Und da merkte ich, Roland ist wieder der Alte. Und am Anfang der Krankheit war ich ziemlich sicher, Roland schafft es durch seine optimistische Art und seine Art, nie aufzugeben und immer alle möglichen Lösungen zu suchen, war mir das eigentlich ziemlich bewusst, dass er die Krankheit überwinden wird. Und da war ich dann sicher, jetzt hat er sie überwunden und war ich dann wirklich sehr glücklich. Im Nachhinein betrachtet denke ich, dass Rolands Erkrankung uns sehr zusammengebracht hat, uns zusammengeschweißt hat, dass wir uns vertrauen können, dass wir ein Verständnis füreinander haben und dass wir beide auch miteinander gelernt haben, achtsam umzugehen. Für mich war es wichtig herauszufinden, was diese Erkrankung mir sagen möchte.
Bei einer Erkältung ist es relativ einfach. Das könnte in einem inneren Zwiegespräch beispielsweise dann so sein, dass mir der Körper sagt, du gehst jetzt für kurze Zeit aus deinem Alltagshamsterrad raus. Du musst dich auf dich selbst besinnen, du hast dir zu viel zugemutet. Bei einer komplizierten Erkrankung bedarf es natürlich umfangreicher innerer Recherchen, um herauszufinden, was die Erkrankung mir sagen will. Es gibt da kein Rezept, wie das funktioniert. So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Wege, zu einem Resultat zu kommen. Es gibt aber zum Glück heute einen leichten Zugang mit vielen Hilfsmöglichkeiten, um zu so einem Ergebnis zu kommen. Eine große Hilfe war für mich die Simonton-Methode von einem amerikanischen Onkologen, Dr. Simonton. Sie hat mir wirklich sehr viele Ansatzpunkte gegeben und hat mir sehr geholfen. Mir war klar, dass nur eine innere Arbeit mir die Chance gibt, die Erkrankung auf Dauer loszulassen. Der Weg zu diesem Ziel ist für mich herauszufinden, warum diese Erkrankung und in der Folge auch alle Nebenwirkungen da sind. Es ist mein Körper, der mir das spiegelt und der möchte, dass ich ihm zuhöre. Durch das Erkennen der Ursache, die zu dieser Erkrankung führt, und der inneren Veränderung komme ich zu größerer Lebensfreude und dann auch zur Heilung. Das ist die Voraussetzung, dass eine Therapie wirklich erfolgreich sein kann. Das heißt, ich höre auf die Sprache meines Körpers. Wenn die Ursache verschwunden ist, muss mein Körper mir nichts mehr spiegeln. Wenige Monate nach der Spende hatte ich dann Post von der DKMS im Briefkasten und ich wusste gar nicht, was denn da kommt. Und ich habe dann den Brief geöffnet und siehe da, es war dann ein Brief von meinem Patient, wohl anonym. Und das war schon ein sehr interessantes Gefühl, von dem Menschen dann zu hören, für den man gespendet hat. Und es stellte sich heraus, dass er Filmemacher ist und einen Dokumentarfilm über seine Krankheit dreht, beziehungsweise diesen Heilungsprozess mitfilmt. Das klang alles schon sehr interessant. Er hat viel über seine Krankheit berichtet. Ich wiederum habe auch zurückgeschrieben. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Briefe jeder von sich geschickt. Nett war auch, dass wir dann selbstgestrickte Söckchen für unsere Tochter von seiner Frau gestrickt bekommen haben. Und im Laufe der Zeit und über die Briefe haben wir dann doch schon festgestellt, dass wir uns definitiv treffen wollen und kennenlernen wollen. Im Januar 2013 hatte ich dann wiederum Post von der DKMS im Briefkasten, in welchem dann die Kontaktdaten von meinem Patienten drin waren. Und nach einigen Gesprächen mit meiner Frau habe ich dann gesagt, komm, jetzt ist egal, rufst ihn einfach an. Roland und ich haben relativ schnell festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und dass wir das lang ersehnte Treffen nicht auf die lange Bank schieben wollen. Und in dem ersten Telefonat mussten wir uns dann beide von unseren Frauen anhören, wie es denn sein kann, dass Männer doch so lange miteinander telefonieren können, ohne dass die Themen ausgehen. Als wir dann erfuhren, dass Roland und Renate in den nächsten Wochen bei Renates Kindern in Darmstadt sein würden, haben wir gesagt, Mensch, komm, das ist ja nicht so weit weg wie Berlin. Dann machen wir da an einem Tag einen Tagesausflug hin und dann haben wir wirklich nicht weit weg dann diesen Tag in Angriff genommen, unser erstes Treffen. Also auf der gesamten Fahrt, wir haben circa 2 Stunden Fahrt bis dorthin gehabt, war ich recht locker und entspannt und meine Frau hat mir dann doch anmerken können, dass ich auf den letzten Metern kurz unmittelbar vor dem Treffen doch irgendwo nervös wurde. Ich konnte es mir zwar selber nicht erklären, aber es war doch so, dass man dann nervös geworden ist. Das erste Treffen war schön. Kann man wahrscheinlich keinem irgendwo erklären, wie das gefühlsmäßig ist, weil wann hat man schon mal so einen genetischen Zwilling? Das kann man eigentlich keine Worte zu finden. Da steht der Mann gegenüber, für den man gespendet hat, dessen Leben man wahrscheinlich dann auch auf dem Wege gerettet hat. Und ja, schön. Also die Hoffnung für jeden Blutkrebspatienten, der auf eine Spende angewiesen ist, ist jeder Spender, der sich neu registrieren lässt. Jemand, der sich heute registrieren lässt, kann schon morgen tatsächlich der Lebensspender sein. Und im Vergleich zur Organspende ist es so, man schenkt ja Leben zu Lebzeiten. Ja, man kriegt es vollkommen mit. Ja, man gibt einen Teil von sich, der auch komplett wieder in kürzester Zeit regeneriert wird.
Und im besten Fall können sich Spender und Empfänger auch kennenlernen und es entstehen Freundschaften fürs Leben draus. Als der Boost vorbei war und wir merkten, dass die Erwartungen, die wir an den Boost hatten, sich auch erfüllten, es ging Roland immer besser. In dieser Zeit haben wir noch mal ganz verstärkt uns positive Bilder gemacht. Wir hatten ja die ganze Zeit vorher auch ein positives Denken. Das heißt, wir haben uns nicht vorgestellt, wie es sein wird, wie es nicht funktioniert, sondern wir haben uns immer wieder vorgestellt, wie es sein wird, wenn es funktioniert. Und in der Zeit nach dem Boost haben wir uns ganz bewusst immer wieder positive Bilder gemacht, uns vorgestellt, wie wir reisen, wie wir gemeinsam Dinge unternehmen. Und ich denke, dass diese Auseinandersetzung in dieser Art, dieses positive Denken und die Aufmerksamkeit auf die Dinge legen, die funktionieren und nicht auf die Dinge, die nicht funktionieren, dass das nochmal ganz stark zur Heilung beigetragen hat. Nach der Transplantation schauen wir eben nicht nur nach den Komplikationen wie Spender gegen Wirtreaktion oder Infektion. Wir schauen auch, ob noch Krankheit da ist, entweder mit der Knochenmarkstanze oder was noch genauer ist, sind diese molekularen Untersuchungen. Und wir versuchen dem Patienten, dass er auf molekularem Niveau negativ wird. Und wenn er das erreicht, so wie das ihr Mann erreicht hat und das jetzt über 2 Jahre so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er damit jetzt dauerhaft geheilt ist, sehr, sehr groß. Alles in allem ist das aber für einen Spender schon ein ziemlich kleiner Aufwand, wenn man sieht, dass man damit doch ein ziemlich großes Leben retten kann. Ich kann jedem eigentlich nur ans Herzen legen, lasst euch typisieren, lasst euch registrieren. Und als letzten Worte wünsche ich Roland und Renate nochmal alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Die größte Herausforderung dieser gesamten Therapie ist Geduld. Das sagt man vielen Patienten und alle Patienten lächeln und sagen, ja, ja, habe ich. Und letztendlich ist es, glaube ich, wirklich die größte und die allerschwierigste Herausforderung, dass man für eine solche Therapieform, die heilend sein kann, aber auch sehr belastend sein kann, unglaublich viel Geduld mitbringen muss. Ich erinnere mich, dass es für ihn selbstverständlich war, zur Arbeit zu gehen, teilweise schwierige Arbeitsbedingungen mit Fernreisen zu verbinden, dass er Schicksalsschläge auch hinnehmen mussten, die familiärer Natur waren, die ihn auch umziehen gelassen hat. Das heißt, er hat die unmittelbare wohnliche Nähe zu mir vorübergehend dann auch eingebüßt. Und dennoch war das immer so, dass man den Eindruck hat, die Krankheit bestimmt nicht Herrn Rocke, sondern Herr Rocke bestimmt umgekehrt sein Kranksein. Ich hatte den Eindruck, einen großen Anteil an der Genesung von Roland hatte auch seine aktive Einstellung. Er hat die Krankheit nicht verdrängt, ist nicht ausgewichen, hat nicht gejammert, sondern hat sich sehr aktiv damit auseinandergesetzt und mit ganz viel positiver Energie in Richtung Gesundheit gelebt. Mir ist aufgefallen, dass er einen unbedingten Lebenswillen hatte und gesund werden wollte. Das hat mich beeindruckt. Und ich denke, das ist maßgeblich, um so eine schwere Krankheit zu überwinden und geheilt zu werden. Also Liebe und Mut und Vertrauen, das ist für mich eigentlich so, denke ich, das ist das Wichtigste, dass man nicht alleine da durchgeht. Ja, und dass man glaubt an was, dass man, egal wo man hingeht, dass man die Liebe und die Stärke und den Mut hat, denke ich, ist sehr wichtig. Der Informationsaustausch war für mich sehr positiv, weil er immer wieder Anregungen auch für meine eigene Weiterentwicklung beinhaltete, etwas nachzumachen, nachzuahmen, um eben halt wieder in den alten Lebenskreislauf zurückzufinden. Ich glaube ja, dass das mehrere Gründe hat, weshalb Roland diese wirklich schwere und lebensbedrohliche Erkrankung so gut überstanden und gemeistert hat. Meiner Meinung nach in erster Linie hat es damit zu tun, dass er ja ein wirklich tiefgreifendes Verständnis hat von den Zusammenhängen zwischen Körper, Geist und Seele und ein sehr spiritueller Mensch ist und da auch in dieser Hinsicht auf seine Art durch diesen Prozess gegangen ist und diesen Heilungsprozess mental für sich sehr, sehr gut unterstützt hat. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist auch, dass er da von außen, in erster Linie von seiner Frau Renate natürlich, aber eben auch von anderen engen Freunden emotional und materiell sehr, sehr gut und liebevoll begleitet und gehalten wurde.
vergleicht man ein Leben mit dem Bau eines Tempels. So ist eine Krankheit die Unterbrechung des normalen Lebensflusses. Sie lässt uns anhalten, stoppt alle eingefahrenen Verhaltensmuster und wirft uns in eine andere Realität. Die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit ist fließend und hängt von unserem inneren Erleben ab. Sorgen sind selten gute Ratgeber. Schwierigkeiten helfen, sie zu überwinden. Wenn ein Kind niemals nach einem Sturz aufstehen würde, könnte es auch nicht laufen. Das Schöne an großen Schwierigkeiten ist die große Ernte durch deren Überwindung. Nur du selbst kannst dich überwinden und deinen inneren Garten zu einem Kunstwerk umgestalten. Du findest auf deinem Lebensweg dich selbst nur durch den Weg und nicht am Ziel.